bekommen. Wir haben Halloween, zumindest am 31. Oktober. Oder? Ist korrekt, ne? Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt, aber wenn ihr live dabei seid, dann ist heute Halloween und wir haben uns natürlich was super ausgedacht. Hide and Shriek heißt ein Spiel, in dem wir uns gegenseitig erschrecken. Und uns heißt nicht nur mich, sondern wir haben noch jemanden, aber der ist nicht im gleichen Raum, nämlich Nasty. Und Nasty, die sitzt im Keller und die werde ich gleich erschrecken. Gucken wir mal, ob Nasty bereit ist. Wie geht's dir, Nasty? Ich kann nur reden, übrigens, mit diesem Walkie-Talkie mit ihr. Nasty, lebst du noch? Wie geht's dir? Alles gut? Bist du bereit? Ich lebe noch. Und ich bin bereit, auch wenn ich hier allein im Keller sitze. Ja, das ist extra so, weil wir wollen uns auch erschrecken. Und das Spiel ist relativ neu, kostet nur 5 Euro. Und wir haben es nur einmal ganz kurz angecheckt, um überhaupt zu schauen, was uns da erwartet. Sind also noch totale Anfänger, aber ich glaube, es ist umso besser, weil umso besser erschrecken wir uns. Ich lade dich ein, Nasty, und dann legen wir los, ha? Ja, klingt super. Ich freue mich drauf. Oh Mann. Ja, ich freue mich tatsächlich drauf. Oh. Okay, ich habe Nastys Einladung angenommen, wenn ich das richtig gemacht habe. Und jetzt müssen wir kurz warten, weil sich das Ganze verbindet. Habt ihr schon das Hauptbild, das Hauptmenü gesehen? So sieht das aus. Guck mal, Nasty macht das schon wieder in Steam rum. Nasty, keine Angst, ich glaube, ich habe deine Einladung angenommen, aber gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, ich musste dann nochmal eine Einladung schicken. Oh, kommt eine Einladung von Nasty. Ha. Wieso hat das eben so gut geklappt? Bei mir lädt er auf jeden Fall. Also, ich... Ja, er lädt, aber du bist noch nicht da. Okay, ich versuche dich nochmal einzuladen. So, ihr seht das vielleicht. Ich mache jetzt nochmal eine Einladung. Hau ich an die Nasty raus. Hab sie bekommen. Sollte funktionieren jetzt. Funktioniert? Ja. Guck mal, Spiel läuft. Hier steht's. Die Regeln. Ein Tamagotchi. Wir müssen den Gegner erschrecken. Wer zuerst den anderen dreimal erschreckt hat, hat gewonnen. Oder wer zuerst 3 Orbs gefunden hat, hat gewonnen. Oh Mann. Okay. Wir sind gegeneinander unsichtbar. Oh Mann. Ich sammle mal alles ein, was ich finde. Scheiße. Oh, ich dachte, ich kann ihn erschrecken. Scheiße. Der ist hier. Kacke. Der ist schon Orb. Der ist schon Orb. Ich dachte, ich würde es schaffen. Kacke. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich muss ihn verwirren. Ich hoffe, er macht nicht das Gleiche. Was ist das? Ja. Das sind Nastys Orbs. Ja, das mit den Türen zu machen, das ist mega schwer. So, mal gucken. Wo ist sie denn? Okay. Ich muss diese blauen Kugeln übrigens einsammeln. Und dann ist die roten. Und das Dumme ist, man sieht das halt. Das ist dumm. Ja, wo ist sie? Das ist dumm. Shit. Wenn ich jetzt hier reingehe, ne? Soll ich es mal riskieren einfach? Bewegt sich irgendwas? Nee, ne? Oh, ich könnte ihn erschrecken. Verdammt. Ich wüsste, wo er ist. Okay. Oh, Dennis, ey. Wo ist denn jetzt mein Orb hin? Dann könnte ich das wenigstens machen. Oh, ich würde sie ja gerne erschrecken. Scheiße, ich habe mega Angst, dass sie hier gleich steht. An der Proberunde war das alles noch so schön friedlich und jetzt das ist es bitterer Ernst. Ach nee, da habe ich eine Falle. Hier ist ein...
Er ist wieder rausgekommen. Irgendwo, wenn sich irgendwo was bewegt, dann werde ich dran. Oh, fuck. Da bewegt sich nichts. Macht die überhaupt was? Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Es sieht aus, als hätte ich irgendwo hingepinkelt. Okay, dann such ich. Oh, verdammt. Wo ist der wohl? Er lässt auch alle Türen offen. Wow. Oh. Ach, guck mal, da habe ich was gezaubert. Was ist hier denn passiert? Dennis, hast du irgendwas gemacht? Oh. Ah, ich kann jetzt durch den Zauber kann ich sehen, was... Ah. Da bewegt sich nichts. Natürlich sehr praktisch. Oh. Oh, ich würde ganz gerne einfach ihn erschrecken, aber ich weiß nicht, beim besten Willen nicht, wo er sein kann. Keine Ahnung, was das macht. Doch keine Möglichkeit, irgendwie zu schummeln. Ich benutze es einfach. Kann nicht schlecht sein. Oh, da ist ein roter Orb. Das ist meiner. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, hä? Okay. Ja gut, ich glaube, ich muss es halt einfach riskieren. Ah, verdammt. Und er hat es auch noch geschafft, das dahin zu bringen. Jetzt kann mich Nasti aber sehen. Okay, ich muss es halt einfach riskieren. War hier nicht ein roter Altar? Nur damit ich nicht gerade darauf warte, dass ich diesen Fehler mache. Wo ist denn der Dings? Wo ist der rote Altar? Wo ist denn mein Altar? Altar? Da. Der ist auch noch. Fuck. Muss mal die Türen zumachen, dass ich sehe, wenn sie kommt. Aua. Ach, Kacke! Was ist das? Bin ich nur in einer Falle? Ich komme hier nicht raus. Oh, wenn er jetzt... Oh. Was ist das? Immer zum Licht gehen, immer zum Licht gehen, immer zum Licht gehen, immer zum Licht gehen. Das war eine Falle. Das Was war das? Eine Falle. Oder war das vielleicht... Dann hast du ja mich erschreckt. 1-0 für Nasti. Ich bin sehr schlecht darin. Okay. Das kann ich aber auch. Zu erinnern. Oh, Dennis. Da ist sie. Ist sie da? Hm. Nee. Oh, hier ist ein roter Orb. Oh, shit. Was ist das? Okay. Was ist denn nun los? Er war hier auf jeden Fall. Shit, ich sehe nichts mehr. Kann ich nicht aufheben. Ich sehe nichts mehr. Dennis. Was denn jetzt? Oh, wer war denn hier? Ein paar schnappen, bisschen was zaubern. Wo ist er? Den machen wir hier. Verzauber ich das? Oh, ich wünschte, ich hätte irgendeinen Zauber, dass ich ihn sehen kann. Ah, okay, das war eine temporäre Dunkelheit, alles klar. Alles im Griff hier. Da ist noch ein roter Orb. Ist das ein Altar? Ja, komm. Wo ist mein Orb? Oh, der muss doch wieder herkommen. Dennis, komm jetzt wieder her und hol dieses... Ah! Fuck you. Ich hab ihn erschrocken. Nasti! Hab ich dich? 2-0 für dich. Cool. Was ist das? Tür zu. Hier ist mein Altar-Dingsibums. Okay. Hier ist so ein rotes Ding. Ich glaube, man darf nicht da stehen bleiben, wo man die Dinge bewegt. Kann ich hier fordern, sondern da dann erschreckt werden kann. Kleine Falle machen, damit er vielleicht da reinläuft. Ja, die Tür hier aufgemacht. Aber vielleicht ist er auch smart genug, um. Kriege ich eigentlich eine Meldung, wenn er in meine Fallen läuft? Das würde mich. Das würde ich gerne sehen. Dennis, lauf doch mal in diese Falle. Das wäre doch total toll. So, jetzt habe ich meinen Plan. Also ich mache die Tür zu und wenn hier irgendeine Tür... Drin. Oder hat er nur die Tür zugemacht? Oh, oh. Da oh, ist oh. Ist er hier drin? Na, wo ist sie?
Shit! Es hätte ja sein können, dass er da ist. Naja, ich kann in der Zwischenzeit ein paar Türen aufmachen. Aber er ist hier, ganz klar. Sag mal. Er muss hier sein. Wo ist sie denn? Verdammt, jetzt habe ich es aufgebaut. Ich habe halt Angst, irgendeine Tür zu öffnen, weil ich Angst habe, dass er da ist. Und nur darauf wartet, dass ich irgendeine verdammte Tür öffne. Oh, da ist eine Tür auf. Ja. Ach nee, die habe ich aufgemacht. Das ist scheiße. Riskieren Sie einfach mal. Oh, hier ist sie aber. Da ist sie. Hier irgendwie. Ist irgendwas? Was ist? Ach so, hier habe ich ihn erschrocken. Das kann doch nicht sein. Okay, hier kann ich nicht durch. Bewegt sich irgendwas? Oh, jetzt habe ich nur so ein... Ach, verdammt. Ich will doch eine Falle stellen. Sie muss so. Wo ist er? Hä? Ach so, das hat mich einfach nur zu meinem Altar jetzt gebracht. Cool. Nur einmal kurz erschrecken. Das muss auch drin sein. Dort. Alter. Ah, fuck you! Hab ich dich wieder? Ich glaube, du hast gewonnen. Ich glaube, es ist noch eine Runde, oder? Ah, nee, noch eine Minute, ja. Wie gut. Ich kann das alles nicht auf... Ach so. Was hab ich da gemacht? Wie, haben wir jetzt selbst erschreckt, oder was? Verdammt! Mensch. Ich muss hier raus, das ist eine Falle, das ist nur eine Falle, das ist nur eine Falle, das ist nur eine Falle. Das kostet Zeit. Shit. Nein. Da ist das Licht. Schnell zum Licht. Okay, wir können noch gewinnen, wenn wir einen Ort finden, glaube ich. Ich verliere dadurch Punkte. Ich glaube, ich bin Mensch, in irgendeine verdammte Falle von dir gerade gerannt. Du warst dreimal erschrocken, ich dich gar nicht. Mann. Ich habe gewonnen, Dennis. Herzlichen Glückwunsch, Nasti. Dankeschön. Okay, noch einmal. Ich glaube, wir haben es jetzt begriffen. Ja, sehr gut. Ich muss dich halt einmal erschrecken. Ansonsten kann ich nicht schlafen, Molina. Ja, okay, lebst du ein? Einladung ist raus. Okay, sollte starten. Woher weißt du denn, wie schaffst du das, mich zu erschrecken? Woher weißt du, wo ich bin? Ich weiß nicht, ich hatte ein paar gute Spells, wo ich einmal dich gesehen habe, wie du dich bewegst. Und einmal habe ich vor einem Orb gewartet, tatsächlich. Einfach nur gut Glück. Okay, jetzt bin ich dran. Kampfansage, ey. Bing, 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 bing. Schon wieder blau. Okay. So, okay. Jetzt werde ich schlauer als letztes Mal. Jetzt habe ich die Ghost Flame. Geh auf, du... Jetzt wird schon wieder dunkel. Das gibt's doch nicht.
hier nur den scheiß Zauber sprechen. Was ist das denn? Kann ich eine Tür mit abschließen, oder was? Mach ich's doch mal hier. Oha. Das Ding ist, wir können uns noch nicht erschrecken. Das ist ein Bauch. So. Das ist Ghost Flame kombiniert mit Fusion. Das ist die Fusion. Hat er das schon? Nee. Wo ist sie? Wo ist sie, Nassi? Hm. Okay, ich habe jetzt Angst, dass er so mega auf der Hut ist und unbedingt mich erschrecken will. Sieht sich aber auch nicht. Shit. Shit, 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 shit. Ich weiß auf jeden Fall, wo mein Altar ist. Wenn ich jetzt noch so ein blaues Orbsi-Ding hätte, könnte ich da einfach. Nassi, hör auf, so dich zu verstecken und stell dich meinen Erschreckern. Ich suche gerade Dinge. Ich verstecke mich nicht. Wo kann er? Natürlich versteckt die, das glaube ich hier nicht. Na gut, ich muss auch Dinge suchen. Aber dann macht sie doch Türen auf, das müsste ich doch sehen. Warum ist das jetzt hier so glitzerig? Oh! Ah, die Altäre verschwinden immer wieder, das ist ja mega doof. Da ist ein roter Altar. Kacke! Ich dachte, ich könnte jetzt schön. Nee. Ich muss hier einen roten Orb schnell draufstellen. Ja! Du hast mich aber erschreckt, oder? Jupp. Mann, Mann, Mann. Das sind so, dass die Punkte so kleine Töne machen, ist ja niedlich. Bing, bing, so, jetzt habe ich für Nassi mal die Punkte dunkel gemacht. Alter, bin ich schnell. Krass. Warum ist es denn jetzt dunkel bei mir? Was soll denn der Krack? Das ist ja doof. Keine Schubladen, die sich bewegen. Kann das aufhören? Hier ist ein roter Orb, aber dann sieht sie mich, wenn ich den nehme. Also schnell. Verdammt, hier ist ein roter drin. Schnell, wo ist der rote Altar? Schön zumachen, das Ding. Wo ist der rote Altar? Nein, nein, nein. Ich kann nicht. Es tut mir leid. Nasti. Ich habe auch, glaube ich, einfach gerade mehr Glück, als dass ich das Spiel richtig spiele. Ist ein Ruder. Komm, schnell, jetzt musst du da reinlegen. Ich bin einfach mies. Das ist wirklich. Oh ja, geil. Zack. Oh. Ich bin sehr, sehr gemein. Armer Dennis. Armer Dennis. Da! Hoffentlich erschreckt sie mich nicht vorher. Schnell weg! Will mich nicht erschrecken lassen! Ist hier und ich hätte ihn erschrecken können! Wo ist sie? Scheiße! Ah, oh, da ist er schön hingelatscht. Oh, ein rotes Ding. Da schläge ich schnell einen Ball. Hier ist bestimmt einer drin. Komm. Nee. Kacke. Nee. Komm schon. An Objects. Okay, gar kein Problem. Wir suchen mal. Kein roter Ball. Er hat nämlich die. Wo ist mein roter Ball? Ball genommen. Das heißt, man kriegt offensichtlich nicht Bescheid, wenn man nicht, dass hier keiner mehr ist. Aktiv geworden ist. Sehe ich das richtig? Mensch. Hm. Ah, fuck you, Mann! Dennis, lebst du noch? Wie machst du das? Ich hab's nicht einmal geschafft. Es tut mir ja so leid. Kannst du das vielleicht einmal erklären? Ich glaube, es war die letzte Runde. Mehr halte ich nicht aus. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich hier unten total. Ich sehe dich, wie du dich freust. Und ich sehe, du meinst es ernst. Ja. Yep. Es tut mir leid, so. Aber du warst auch sehr fleißig am Sammeln. Und dann wollte ich fair spielen und dann habe ich gesehen, wie du einen Orb getragen hast und dann musste ich dich erschrecken.
Ja, leider hast du das irgendwie besser begriffen als ich. Vielleicht kannst du einmal noch mal ein kleines, nennen wir es Fazit oder so, bringen oder wie es funktioniert, weil ich habe es nicht so richtig verstanden. Du warst viel besser und dann machen wir Schluss für heute, ne? Okay, mache ich. Also, ich fand das tatsächlich für so eine kleine Runde, das ist mega gut. Ich hätte mich gerne erschrocken tatsächlich. Dennis, ich hätte mich auch gerne erschrocken, um zu sagen, um sagen zu können, wie das ist, weil ich ja jetzt nur weiß, wie man quasi jemanden an der Nase herumführt. Aber ja, vielleicht ist es aber gar nicht so schlecht. Also, das hast du schon gut gemacht. Für das kleine Spiel hatte ich verdammt viel Spaß hier unten. Dankeschön. Ja, dir auch danke, Nassi. Mal gucken, ob ich heute Nacht schlafen kann. Aber das war Hide and Shriek. Und ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Mir nicht so. Lass sie verlieren. Danke, Nassi. Danke an euch. Ciao.